Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der Typo 3 6.2 Tutorial Serie. Heute beginnen wir unsere Distribution Extension zu bauen und dazu erstmal kurz noch ein paar Worte vorab. Ihr seht jetzt hier gerade ein Diagramm, das werde ich gleich erklären. Und zwar vorab, das ganze Video wird sich jetzt über, sag ich mal, zwei, wenn wir es schaffen, oder eben drei Videos erstrecken. Ich vermute eher drei. Ich werde das thematisch sortieren. Als erstes bauen wir die Extension oder legen die grundlegende Struktur an, dann füllen wir das ganze Ding mit Leben, also mit einem Template, und dann bauen wir noch ein bisschen Funktionalität ein, wie zum Beispiel ein Menü. So, das wird die grundlegende Struktur, das wird uns am Ende des Tutorials erwarten, und wir kommen jetzt gleich mal zum Thema, was ist eigentlich eine Distribution Extension? Eine Extension klingt ja immer so gleich nach Programmieren und Aufwand und was weiß ich was. Einfach mal ganz kurz erklärt, eine Distribution Extension, das habe ich hier beschrieben, mit diesem zentralen, in dieser Mindmap, in diesem zentralen Distribution. Das ist einfach eine Extension, die minimale Konfiguration hat. Da wird in der Regel, man kann PHP drin schreiben, aber man muss es nicht. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt viel programmieren. Ihr könnt auch einfach nur ein Template darin bauen. Was vielleicht wichtig ist, ist erstmal zum Beispiel, was macht eine Distribution Extension? Und zwar einmal hier das Template kann sie umsetzen. Da werden dann diese Parsets verwendet, Layout und Templates. Das sind einfach diese drei Bestandteile eines Lua-Templates. Ein Parcel ist einfach eine kleine, oder fangen wir erstmal mit dem Template an. Ein Template ist einfach eine, sag ich mal, unser Template selbst. Das heißt, unsere Seite, wie sie aufgebaut ist, ist HTML-Gerüst, ohne die Head- und Body-Tags in Fluid geschrieben. Das Layout wiederum ist eine Stufe drüber. Das kann uns verschiedene Sachen vordefinieren, wie zum Beispiel, ist das Ganze in einer Box, die vielleicht immer den Hintergrund gelb hat, eins hat immer den Hintergrund blau und das nächste hat den Hintergrund als Werbebanner zum Beispiel, gibt es ja auch bei vielen Seiten. Damit kann man das dann umschalten oder auch für verschiedene Sprachen oder für verschiedene Unterseiten, für verschiedene Kunden zum Beispiel kann man das auch machen. Ein Parcel wiederum, eins höher, ein Parcel ist wiederum eine kleine kleinen Unterbereich, zum Beispiel ich habe ein sehr komplexes Menü in Bootstrap zum Beispiel und da habe ich ziemlich viel Fluid Code drin und da sind noch Abfragen drin über welche Sprache wird gerade verwendet oder sonst was, dann wird es an sich selber ein großer Block. Wenn man das rauskapseln kann, dann kann man sagen, das ist ein Parcel. Und ein Parcel hat eben den Vorteil, dass man seinen Code oder sein Template ein bisschen gering hält, dann hat man noch eine Zeile, wo man halt weiß, da wird jetzt das Parcel eingebunden und dann wird der Parcel Code da eingefügt. Das sind so die drei großen Fluid-Template-Elemente, mit denen wir auch später arbeiten werden. Beziehungsweise wir werden hauptsächlich mit dem Template und dem Layout, so ein grundlegendes Layout werden wir bauen und ein Template natürlich. Dann gibt es noch das Typo-Skript, was natürlich auch dazu gehört, denn ein Typo-3-Template wird eigentlich kaum möglich sein, ohne ein wenig Typo-Skript anzuwenden. Das Template in Typo-Skript hingegen ist eigentlich nur das Einbinden unserer ganzen Dateien, die wir brauchen. Und das wird eigentlich, ja, das wird unser Ziel sein quasi, dass wir unser Typoskript für das Template vorbereiten. Dann kommt noch das Thema Konfiguration. In der Konfiguration werden viele Sachen bearbeitet, wie zum Beispiel, was für die Seitenkonfiguration, was wird im Header stehen, oder verwenden wir UTF-8, verwenden wir Mehrsprachigkeit, haben wir irgendwelche Konfigurationen für zum Beispiel Real-URL, wenn wir das einsetzen wollen, oder wollen wir irgendwelche speziellen TX-News oder ja, News-Extension-Sachen konfigurieren. Diese ganzen Plugin- und Standard-Konfigurationen, die wir machen wollen bei unserer Seite und die wir in unser Template packen wollen, die können wir alle im Thema Konfiguration machen. Und das besteht aus eigentlich drei Bestandteilen bei einer Distribution. Das ist einmal das Typoskript, wie gehabt. Da schreiben wir halt unsere Konfiguration rein fürs Typoskript. Dann gibt es noch die Ext-Konfiguration. Das befasst sich jetzt eher ein bisschen mit der Extension selber. Können wir da jetzt zum Beispiel irgendwelche Templates verfügbar machen und so weiter. Und dann gibt es noch die Datenbankkonfiguration. Das wäre dann zum Beispiel, in der Distribution kann man mittlerweile einfach nur Datensätze einfügen. Das werden wir jetzt in diesem Fall allerdings nicht machen, nicht so detailliert. Wir werden eigentlich hauptsächlich mit Typoskript hantieren. Die Ext-Konfiguration wird eigentlich für uns, so wie wir es brauchen, schon gemacht. Und die Datenbank, da gehe ich einfach mal davon aus, dass wenn ihr euch ein Template macht, dann wisst ihr schon, wie eure Seitenstruktur gebaut ist. Man kann das aber vielleicht mal nachziehen, falls eine große Nachfrage danach ist. So, was sind die Ziele von der ganzen Distribution-Sache? Die Ziele sind ganz einfach. Wir wollen Wiederverwendbarkeit.
wenn wir eine Distribution bauen als Extension, dann können wir in jeder Instanz, die wir aufgesetzt haben, wie wir es im letzten Video gesehen haben, können wir in jeder Instanz diese Extension installieren und mit minimalen Konfigurationsaufwand, damit meine ich vielleicht eine Extension kurz konfigurieren und das Ding kurz installieren, dann ist die Extension, dann ist euer Template fertig. Dann habt ihr eure Seite ready to go, ohne Fehlermeldung. Das ist unser Ziel. Außerdem ist es eine Zentralisierung. Durch die Zentralisierung schaffen wir einfach einen zentralen Ort, wo wir das Ganze anpassen können. Wir müssen nicht mehr in irgendwelchen File-Admins durchforsten. Wir müssen keine 100.000 Extensions mehr beachten, sondern wir haben einen zentralen Ort, wo unsere ganzen Konfigurationen gelagert sind. Und dort passen wir diese auch an. Das heißt, wir machen dann ein Extension-Update, was uns wiederum zur Versionierung führt. Sowas lässt sich natürlich einfach versionieren. Wenn wir einen Ordner haben für eine Extension, wie zum Beispiel PDE Distribution, was unsere Extension sein wird, da werden wir dann einfach, die können wir einfach versionieren. Da können wir einfach den Ordner versionieren und sagen, hey, das ist unsere Basis und unsere Basis hat einfach die Version 1, dann hat sie die Version 1.2 oder so und kann man es einfach fortführen. So viel zur grundlegenden Struktur für Templates. Entschuldigung. Also fangen wir doch einfach mal an. Und dafür bin ich nochmal hier auf unserer Seite. Wir waren letzter Stand unser Hello World hier. Das war einfach unser Basis-Ding. Wir hatten ein Hello World als Typoskript angelegt. Und das wollen wir eigentlich auslagern. Wir wollen dieses ganze Typoskript auslagern, sodass wir eigentlich gar kein Typoskript mehr in unserem Typo 3 dementsprechend in unserer Datenbank mehr haben. Also gehen wir mal hier auf unser Backend. In unserem Backend sehen wir haben hier dieses Root-Template. Das brauchen wir jetzt aber gerade mal nicht. Sondern wir gehen jetzt als allererstes mal in den Extension Manager. Was ihr für diese Aktion hier braucht, ist eine Extension, die heißt Extension Builder. Die habe ich hier schon installiert, aber ich zeige euch kurz, wie das funktioniert. Ihr geht hier oben auf Get Extensions und sobald ihr in Get Extensions seid, klickt ihr hier wahrscheinlich diesen Button, der wird bei euch eine längere Zeit anzeigen. Dann klickt ihr einfach Update Now, dann habt ihr nämlich die aktuellste Extension Liste bei euch und ihr könnt dann die entsprechend suchen. Nachdem ihr das gemacht habt, sucht ihr einfach nach zum Beispiel dem Begriff Extension Builder. Und wenn ihr den gesucht habt, dann findet ihr hier den Extension Builder und ladet euch einfach die neueste Version herunter. Das dauert einen kleinen Moment. Und wenn ihr fertig seid und alles installiert ist, dann drückt ihr STRG-F5 oder ladet die Seite hier neu mit dem Neuladensymbol. Und schon müsst ihr euch hier auf der linken Seite dieser Reiter oder dieser Punkt Extension Builder auftauchen. Der Extension Builder wird euch zuerst mal Der Extension Builder wird jetzt zuerst mal in ein Introduction Build reinladen. Das Introduction Build ist einfach nur, ich kann es mal hier kurz zeigen, so sieht es bei euch dann aus, das Introduction Fenster. Das ist einfach nur eine Beschreibung, wie das Ganze funktioniert. Ihr klickt dann einfach auf Domain Modeling und erhaltet dann dieses Fenster hier. Hier könnte man zum Beispiel Datenbank, Models anlegen und so weiter, aber das ist gar nicht unser Gebiet, gerade weil das wäre alles PHP-Programmierung. Dafür habe ich eine extra Tutorial-Serie. Was wir machen wollen, ist eine Distribution Extension. Also vergeben wir dem ganzen Ding mal hier einen Namen, weil wir befassen uns hauptsächlich mit diesen Properties. Der Name unserer Extension ist einfach nur Panade Edu Tutorial Distribution. Ihr könnt das nennen, wie ihr wollt, wie gesagt. Jetzt kommt der Vendor Name. Der Vendor Name sollte unique sein. Das heißt, er muss einzigartig sein. Ihr solltet keinen Vendor Name nehmen, der jetzt irgendwie sehr generisch ist, wie zum Beispiel Seite. Das wäre blöd. Also nehmen wir hier Panade Edu in meinem Fall. Ist ein schöner Vendor Name. Keiner würde sich Panade Edu nennen, denke ich mal. Und dementsprechend müssen wir noch einen Key definieren. Ich verwende dafür immer so ein Kürzel. Ist generell so Best Practice, dass man sich immer so ein Kürzel aneignet für seine Projekte. Und ich verwende hier das Kürzel PDE für meine Extension. PDE underscore Distribution. Das wird nachher unser Extension-Kürzel. Und man verwendet da immer Kleinschreibung und trennt vielleicht einzelne Worte mit Underscore. Ist eigentlich eine Best Practice. Wie gesagt, PDE Distribution ist jetzt nicht sonderlich schwer. So. Configures Template. So. Dann gehen wir noch auf More Options. Also Description ist natürlich, wie ihr das braucht, damit ihr es wiedererkennt. Jetzt gehen wir auf More Options. Und unter More Options finden wir hier Category. Und unter Category wollen wir nicht Frontend Plugins, sondern wir wollen die Category Distribution haben. Also wählen wir die Distribution aus. Und wir wollen auch noch, was ich noch kurz sagen kann, hier bei den Language Files, falls ihr jetzt eine mehrsprachige Seite habt, müsst ihr da vielleicht ein bisschen mehr machen. Da könnt ihr Deutsch oder Englisch eingeben oder sonst irgendwas. Das ist die Default Language, glaube ich.
Und danach werden eure Sprachdateien gemacht. Aber um Mehrsprachigkeit einzubauen, wird natürlich wieder ein bisschen mehr Erfahrung nötig. Das heißt, da solltet ihr dann ein bisschen tiefer in die Materie reinschauen, aber dann versteht ihr das auch eventuell. Dann gibt es noch die Target-Version. Das ist einfach hier unsere Dependency, also unsere Abhängigkeit. Wir sind abhängig von Typo 362, weil wir nicht wollen, dass darunter irgendeine Extension das kann oder auch eine zu hohe Typo 3-Version das kann. Also 6.2 passt. Ihr werdet oft vielleicht auch bei Extensions sowas hier sehen mit 6.2.9.9. Ich vermute aber, dass 6.2 einfach für alles gelten sollte, was im 6.2-Bereich ist, unabhängig von der dritten Zahl. So, dann fügen wir noch eine weitere Dependency ein, denn wir wollen das Ganze hier mit Twitter Bootstrap aufsetzen. Und für Twitter Bootstrap oder auch für viele andere Templating-Engines braucht man oft einfach nur jQuery. Und um jQuery einzubinden, verwenden wir hier eine Extension, das ist die T3 jQuery Extension, so ist das Extension-Kürzel, und dann fügen wir einfach einen File ein und sagen, wir wollen jede aktuelle Version von dem Ding haben. Damit sollte die Bedingung auch immer erfüllt sein. Ziel des Ganzen ist, wenn wir unsere Extension später installieren, wird T3 jQuery auch gleich heruntergeladen und installiert. Das ist ein großer Vorteil. Vor allem, wenn ihr das irgendwo einbaut, dann wisst ihr gleich, T3 jQuery, okay, da müsst ihr halt noch die T3 jQuery mit konfigurieren, dann passt die Sache. So, dann fügen wir noch eine Person hinzu. Das ist immer, wer ihr seid. Also ihr seid ja die Ersteller der Extension, deswegen wollt ihr euch auch hinterlassen. Also, mein Name ist Florian Katzel. So, ich bin Developer und ich gebe hier meine E-Mail-Adresse an, panadeedu@googlemail.com, und die Company ist mein Kanal, panadeedu. Und damit haben wir uns auch schon als Person hinterlassen und wir wollen kein Frontend-Plugin und kein Backend-Plugin. Damit ist unsere Extension eigentlich fertig, konfiguriert zumindest mal, und wir können hier auf Save klicken. So, das ist ein kleiner Moment. Extension wurde gespeichert, aber noch nicht installiert. So, was wir jetzt haben, ist im Prinzip, das kann ich mal kurz hier zeigen, ich habe meine VM schon gestartet, aber hier ist unser Vagrant-Ordner und ich gehe hier auf den Ordner Vagrant, auf den Ordner Tutorial, wo unser Typo 3 liegt. Dann hier auf Typo3Conf, hier auf Ext. Ext ist immer der Ordner, wo eure Extensions liegen. Wir sehen hier zum Beispiel Extension Builder, was wir gerade installiert haben, wurde bereits installiert. T3 jQuery habe ich aus einem vorherigen Versuch schon installiert gehabt. Das würde aber automatisch machen, sobald ihr eure Extension installiert jetzt. Und hier ist unsere Extension, PDE Distribution. PDE Distribution, so sieht unsere Extension aus. Das ist die grundlegende Struktur. Also nichts Dramatisches. Wir haben hier auch keine Klassen, keine PHP-Klassen, sondern nur ein paar PHP-Files. Und mit denen können wir aber gut auskommen. So, was wir aber machen müssen kurz, ist den Extension-Builder kurz wieder rausschmeißen. Wir könnten jetzt die Extension im Extension-Builder wieder laden und er würde uns dann erlauben, die nochmal zu manipulieren. Das wollen wir aber in diesem Fall nicht machen. Deswegen hauen wir diese Extension-Builder.json raus und wir gehen unter Configuration und hauen hier auch dieses Extension-Builder raus. Damit ist unsere Extension auf einem minimalen Maß. Und wir können damit eigentlich schon arbeiten. Die zwei Bereiche, mit denen wir uns am meisten befassen werden, sind Configuration und Resources. Was ich euch jetzt kurz zeigen werde, ist die XEM-Conf. In der XEM-Conf werdet ihr Sachen finden, die zu eurer Konfiguration gehören. Und dann gibt es noch eine, also das ist praktisch das, was wir gerade eingestellt haben. Hier sehen wir auch das T3 jQuery zum Beispiel. Und dann gibt es noch eine weitere Sache, die wir brauchen. Das ist die X-Tables, die öffne ich auch mal kurz im Notepad++. Und ihr seht hier zum Beispiel, automatisch wurde uns eine Zeile hinzugefügt. Add static file, typo, configuration, typoscript, panadeedu, tutorial, distribution. Das wird später unsere Einbindung unseres Typoscripts. Wir werden da einfach nur in unserem Root-Template alles Typoscript rausschmeißen und einfach nur sagen, inkludiere uns das Typoscript von der Extension. Und das wird dann unser Basis-Template praktisch, wie es inkludiert wird. Und von dem Punkt ausgehend wird dann alles gemacht. Aber das kommt alles im nächsten Video. Was wir jetzt machen, ist erstmal die grundlegende Struktur aufsetzen. Wir müssen einige Sachen anlegen, zum Beispiel unter Resources finden wir unter Public nur Icons, wir finden unter Private nur Language und wir finden unter Configuration nur den TCA. Das stimmt natürlich alles nicht. Der einfachste Weg, um jetzt hier mal die grundlegende Ordnerstruktur zu erstellen, die wir brauchen, werden wir jetzt hier mal kurz in unsere Konsole reingehen. Ich habe mich ja schon eingeloggt, bin hier unserer großen Konsole, damit ihr das auch schön seht, und gebe jetzt einfach mal in das Verzeichnis cd var www/tutorial. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel unseren Root-Ordner für unser Typo 3.
Jetzt gehen wir noch ins Typo3-Conf-Verzeichnis und in das Ext-Verzeichnis. Dann sehen wir alle unsere Extensions. Und jetzt gehen wir noch in die PDE-Distribution-Extension. Und wir sehen unsere Dateien hier. Was wir jetzt machen, ist erstmal eine grundlegende Struktur anrichten. Und dazu gehen wir ins Configuration als allererstes. Und wir sehen, hier ist nur der TCA drin. Und wir legen einen Ordner an. MKDIR in diesem Fall. Oder, ja, MKDIR passt. TypoScript. Beachtet bitte, Typo ist groß geschrieben und Skript ist groß geschrieben, aber beides zusammen. So. Das entspricht nämlich so genau diesem Ordner hier. Configuration, TypoScript. Das ist das Wichtigste, was ihr konfigurieren müsst im Endeffekt. So. Jetzt gehen wir in den Ordner TypoScript und sehen, hier ist noch nichts drin, ist klar. Und wir legen erstmal zwei Dateien an. Eins ist die, dazu verwenden wir diesmal den Befehl touch. Damit erstellen wir einfach eine Datei, eine leere. Wir verwenden den Befehl touch und machen die setup.txt und machen eine Datei constants.txt. So, jetzt haben wir zwei Dateien, setup und constants.txt. Das sind die Dateien, die später unser TypoScript einbinden. Die werden automatisch geladen. Wir wollen aber nicht direkt hier unsere ganzen Konfigurationen in zwei Dateien reinschmeißen. Deswegen werden wir nachher eine Umleitung machen. Das kommt aber wiederum im nächsten Video. Werden wir eine Umleitung machen auf die nächste Datei und dazu erstellen wir wiederum zwei Ordner. Der eine Ordner ist mkdir setup und der zweite ist Ordner mkdir constant. So, jetzt haben wir zwei Ordner, setup und constant, und in den setup Ordner legen wir gleich unsere erste TypoScript-Datei an, touch wiederum. Page.ts. Ich verwende hier gerne für die effektiven Konfigurationsdateien die TS-Extension. Das wird dann auch dementsprechend aufgerufen. So, jetzt haben wir hier auch unsere Page.ts. Constants können wir anlegen, wenn wir sie brauchen. Werden wir jetzt erstmal nicht brauchen, deswegen ist das erstmal egal. So, die wird dann eventuell wichtig, wenn wir zum Beispiel ReelURL verwenden wollen. So, damit haben wir eigentlich unser komplettes TypoScript-Setup schon, unsere TypoScript-Ordnerstruktur und Dateistruktur schon mal angelegt. Wir werden das im nächsten Video, wie gesagt, befüllen. Wir gehen jetzt in den Ordner zurück und nochmal in den Ordner zurück und nochmal in den Ordner zurück, sodass wir wieder in unserem Extension-Root-Verzeichnis sind, wo wir Configuration und Resources finden. Jetzt gehen wir in das Verzeichnis Resources. So. Und nun haben wir wiederum zwei Ordner, das ist der Private und der Public Ordner. Der Private Ordner sind alle Sachen, die wir nicht irgendwie öffentlich brauchen, sondern die direkt vom TypoScript zum Beispiel geladen werden oder solche Geschichten. Public wiederum ist alles, was der Benutzer runterlädt. Ihr müsst euch das so vorstellen, das Fluid Template, das wir später bauen, wird nicht direkt angezeigt im Browser, sondern das wird von Typo3 interpretiert und dann durch PHP angezeigt quasi. Sachen wie jetzt aber euer CSS, euer JavaScript werden direkt vom Benutzer heruntergeladen. Die werden einfach nur eingefügt. Das ist die Unterscheidung Private-Public. Wir gehen jetzt erstmal in den Private-Ordner. Und wie gesagt, im Private-Ordner liegen unsere Templates. Und da brauchen wir drei Ordner. Das ist der Ordner mkdir layouts, mkdir partials, also partials. Und mkdir template. Wir werden, wie gesagt, nur Layouts und Template verwenden. Deswegen gehen wir in cd layouts. Und machen hier noch ein touch, also wir erstellen eine Datei. Default.html. Gehen eins zurück. Also, sehen hier, wir haben jetzt die Datei default.html. Gehen eins zurück. Gehen in den Ordner template. Und erstellen den Ordner touchindex.html für unser Template. So, jetzt haben wir praktisch eine grundlegende Template-Struktur und Index wird praktisch unser Template, wo wir später unser Bootstrap reinpacken, und Layouts wird dann, dieses Default-HTML wird dann einfach nur so unser Billig-Layout quasi. Das macht nicht viel, es ist einfach da, aber es ist besser, wenn es da ist. So, damit haben wir jetzt unsere grundlegende Ordnerstruktur. Ich kann das auch mal kurz zeigen. Index.html. Warum mache ich das übrigens hier in der Konsole? Bedenkt, in der Konsole könnt ihr mit Touch einfach jede x-beliebige Datei anlegen, unabhängig von eurem Windows. Euer Windows könnte dann ja sagen, er macht html.txt. Das sind immer so die Probleme, deswegen mache ich das immer gerne in der Konsole. So, jetzt gehen wir wieder zwei zurück. Mit cd... kommst du immer einen zurück. Und dann gehen wir ins Public-Verzeichnis.
das Public-Verzeichnis, cd-public. Dort finden wir nur den Ordner Icons. Wir wollen jetzt hier eine Reihe von Ordnern einstellen. Wir wollen erstmal mkdir bootstrap. Hier werden später unsere ganzen Bootstrap-Dateien liegen, die wir, also nur Bootstrap-Source-Dateien. Das ist einfach eine externe Library, darauf werden wir einfach zugreifen. Dann erstellen wir noch einen Ordner, mkdir css, mit css groß geschrieben. Und wir erstellen auch einen Ordner, mkdir javascript. Script, also Java und Script sind auch wieder groß geschrieben, aber zusammen. So, damit haben wir auch diese grobe Ordnerstruktur. Und um das Ganze noch ein bisschen zu vervollständigen, zeige ich euch noch kurz, wo ihr Bootstrap herbekommt, damit ihr es alles schon mal vorbereiten könnt. Da gehen wir auf die Seite getbootstrap, die werde ich auch verlinken, getbootstrap.com und download uns einfach mal Bootstrap. Hier einfach das normale Download Bootstrap, passt schon. Das habe ich allerdings schon mal gemacht. Das ist eine ZIP-Datei und wenn ihr diese ZIP-Datei öffnet, dann bekommt ihr diesen Ordner hier. Oder wenn ihr die entpackt. Ihr entpackt diesen Ordner und findet hier CSS, Fonts, JS. Da ist alles drin, was ihr braucht. Und diese ganzen drei Ordner, die kopieren wir einfach und gehen jetzt hier in unser Windows Vagrant Verzeichnis und gehen hier auf Resources, auf Public, auf Bootstrap und kopieren hier einfach mal diese drei Dinger rein. Wie gesagt, das ist nur eine Library, da drin speichern wir die. Darauf referenzieren wir später auch. So, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt eine Extension, die uns einfach, die einfach noch gar nichts macht. Wir haben ja noch kein TypoScript definiert. Aber sie wird ein TypoScript einbinden. Und wir haben die TypoScript-Dateien, die wir brauchen, schon angelegt. Im nächsten Video werden wir einfach mal das Bootstrap-Template grob zusammenbauen und werden mal das TypoScript einbinden und werden mal schauen, was darin passiert. Beziehungsweise, ich kann euch das auch kurz anders zeigen, das machen wir jetzt auch noch, dann überziehe ich ein kleines bisschen. Wir können jetzt zum Beispiel in die Setup hier reingehen, genau das machen wir jetzt auch. Das ist noch Teil des Videos, komm. Wir gehen jetzt hier in die Setup.txt rein und hier schreiben wir jetzt zum Beispiel ein paar kleine Sachen rein. Ich muss da kurz abgucken, ich habe das auch nicht immer im Kopf. Include underscore typoscript, typoscript. So, alles groß geschrieben, Doppelpunkt, Source, gleich, jetzt kommt Anführungszeichen und Klammer zu. Und in diese Anführungszeichen schreiben wir rein, File, Doppelpunkt, Leerzeichen, Ext, Doppelpunkt, und jetzt unser Pfad, unsere Extension. Wir sind jetzt im Extension-Verzeichnis, also, ja, das brauche ich jetzt nicht zeigen. Und dann gehen wir einfach unseren Extension-Pfad an. Wir erinnern uns, unsere Extension hieß, Moment, unsere Extension hieß PDE Distribution. Also geben wir genau diesen Pfad an, PDE Distribution slash. Und jetzt brauchen wir natürlich unsere TypoScript-Dateien, also Configuration. War das Configuration? Ich muss gerade nochmal, ja, Configuration und dann TypoScript. TypoScript slash Setup slash Page.ts. Was wir jetzt hier gemacht haben, ist einfach unsere page.ts hier als erste Datei inkludieren. Das ist wie einfach ein Inkludieren, wir fügen die als erste hier ein. Und wir könnten später auch weitere Files hier einfügen und wir könnten dann die Reihenfolge einfach mit einer Zeile ändern und wir können jede Datei für sich bearbeiten. So, das müsste eigentlich schon passen. Und wenn wir jetzt noch in unsere Distribution, unsere page.ts reingehen und diese auch mit dem Notepad eröffnen und hier zum Beispiel einfach, wir sehen ja jetzt in unserem kurz anderer Ansatz. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel unser Home. Wenn wir jetzt unter List gehen und uns mal dieses New Site Template anschauen, dann werden wir sehen, wir kriegen hier Page Text Hello World. Wir kopieren uns das und kopieren uns das einfach mal in unsere Extension. Moment. So. Jetzt steht in unserer Page.js genau das, was hier stand. Wenn wir jetzt allerdings das speichern und die Seite neu laden, dann wird natürlich noch erstmal ein Fehler erscheinen. Hier, es ist nichts definiert. Also gehen wir auf Include und inkludieren als allererstes CSS Styled Content und dann inkludieren wir hier unsere Tutorial Distribution Extension. So. Eins habe ich noch vergessen vorher, bei euch wird das wahrscheinlich noch nicht erscheinen. Wenn das nicht erscheint, dann installiert ihr eure Extension hier unten. Ihr installiert die Extension. Die wird, es wird eine Weile dauern, weil bei euch T3 jQuery installieren muss, wahrscheinlich noch. Bei mir müsste das jetzt relativ schnell gehen, da ich die Bedingung schon entspreche. Und
sobald das fertig ist, hier sehen wir den Ladebalken, sobald das fertig ist, müssten wir eigentlich unsere Extension sehen können. Dann müssten wir eigentlich genau das haben, was wir vorher haben. Weil wir haben ja praktisch anstelle jetzt unser Basis-Template, binden wir jetzt unser Extension-Template ein. So. Ist immer blöd für ein Video, diese Wartezeichen auszustehen. Aber ich glaube, wir sind gleich fertig. Genau. Und wenn ich jetzt neu lade, wird wahrscheinlich noch... Ach doch, es passiert schon. Also, wir haben jetzt hier unsere... Ihr müsstet also in diesem Fall einfach kurz installieren und dann könnt ihr hier auch diese Includes machen. Wie gesagt, ihr inkludiert zuerst CSS-Style-Content und dann eure Extension. Und wenn ihr dann die Seite neu lädt, dann lädt ihr euch dementsprechend genau die Datei. Der Beweis, dass es funktioniert hat, ich mache hier einfach mal ein paar Ausrufezeichen mehr rein. Und ihr seht, wir haben unsere Extension schon eingebunden. Damit verabschiede ich mich für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch schon ein bisschen was gebracht und... Wir sind jetzt 5 oder 6 Minuten drüber und ich hoffe, wir sehen uns einfach beim nächsten Video, wo wir dann tatsächlich mal das Template bauen. Bis dann. Ciao.